In der Nacht. Was? Los, komm, schnell raus. Also nicht ihr Ernst. Dass Einhörner das auch können, verwundert mich. Oh, es reicht. Was hast du? Ich habe nicht getan. Aber seid ihr alle irgendwie doof oder so? Ja, ihr habt uns jetzt alle geweckt. Schönen Dank auch dafür. Wollen wir jetzt weg? Okay, ist eine gute Idee. Gut, dann los. Warte auf mich. So, wohin wollen wir denn erstmal? Keine Ahnung. Ich meine, jetzt haben wir alles zur Verfügung. Ach komm, wir suchen uns einfach ein Plätzchen und dann wird das schon irgendwas, denke ich hoffentlich. Was machst du da und wer bist du? Ach, oh, hallo. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich, bitte, bitte, ich schmecke ganz schrecklich. Was ist daran so lustig? Ich esse doch keine Pferde. Wir sind doch Pflanzenfresser, Einhörner. Oh. Na, toll gemacht. Und was wollte ich hier mit mir? Wir haben dich gerettet. Wir haben hier Wasser und Essen. Darf ich? Natürlich, schlag zu. Ich habe so lange nicht mehr so was Gutes zu essen bekommen. Darf ich auch noch was trinken? Ja, natürlich. Oh, es ist einfach so gut. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Gerne doch. Und was soll ich jetzt tun? Ich meine, du kannst gerne noch hier bleiben, wenn du möchtest. Juhu, danke. Aber wartet mal, was denn? Oh, ich hasse sein Gehen. Aufwachen, du Schwachnase. Vielen Dank für dieses morgige Kompliment. Gerne doch. Los, bewache das Fohlen. Ja. Ich gehe da mal wieder. Das Fohlen muss in ein paar Stunden bereit sein. Bereite dich darauf vor. Oh, hier kann ich entspannen. Endlich, es gibt nichts Besseres. Ich habe es euch schon zum dritten Mal gesagt. Ich bin keine Hauptspeise. Ich wüsste aber gleich sein. Ich kann euch mit meinen Hörnern töten. Also versucht es erst gar nicht. Oder wir bekommen leckeres Fleisch. Das wollt ihr wirklich nicht. Ich bin nicht lecker. Das ist eine klassische Ausrede. Ja, die gar nichts bringt. Wie ihr wollt. Tacke! Ich habe es euch doch gesagt. Wir kommen wieder. Bald. Doofe Dinosaurier. Morgen. Bist du noch... Was? Oh nein, der Käfig ist leer. Was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich es dem Boss erklären? Oh mein Gott, ich muss hier schnellstens weg. Vorübergehend bleibe ich lieber hier. Nun gut, wir müssen heute Sweetie-Bär retten. Anscheinend ist niemand da. Ich kann mal kurz rüberfliegen. Ach, so gern, wie ich Flügel hätte. Ja. Ach, vergiss es. Sweetie Belle, Sweetie Belle, Sweetie Belle, bist du noch da? Sweetie Belle, nein. Wir haben gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Vielleicht wollt ihr es gar nicht glauben, aber Sweetie Belle ist weg. Also, das ist die schlechte Nachricht und die gute, vielleicht ist sie ausgebrochen oder sie wurde down, 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 gefressen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, es kann aber sein. Also, ja. Deine Mitleidsgefühle sind aber auch nicht gerade wunderbar. Was? Man sollte immer auf sich selber achten und nicht auf die anderen. Das sagt ausgerechnet der Herdenleiter. Oh Gott. Ich habe einen Kampfgeist. Kein weiches Herz. Oh, jetzt weiß ich. In früheren Zeiten. Dupschi, dupschi, du. Oh, so war. Das ist einfach das Schöne. Ein schönes Bad. Hey. Hallo, Prime, mein guter alter Freund. Ja. Gesagt, warmes Wasser. Ich spring auch rein. Ui. Oh mein Gott, das ist kalt. Ich friere mir den Po ab. Spinnst du? Es ist voll wahr. Was? Und deswegen konntest du auch immer so kalt baden. Was? Das Wasser ist immer voll warm gewesen. Also sag nichts. Leute, wir müssen eine Lösung finden und nicht irgendwie über Wasser sprechen. Wann werden wir immer wieder... Nein. Was sagtest du? Wann werden wir endlich eine ganze Herde? Und nicht immer
Naja, sie sind vor Prime und so. Sie werden bestimmt irgendwann wiederkommen. Und was denn nicht? Sie sind jetzt schon seit ein paar Tagen auf dem Weg. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie jetzt was passieren wird. Wir müssen einfach auf uns Acht geben und uns schützen. Ja, wow. Mann, aber wird alles so wie früher irgendwann mal? Naja, in diesem Moment denke ich erstmal nicht. Mann. Sweetie, überlege mal. Ich bin ja nicht so dumm. Ja. Warum haben die mich einfach hier hingelassen? Irgendwie ist das auch merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich denen trauen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hey, vielleicht sind sie irgendwie böse. Ich tue mal so, als ob ich schlafe. Vielleicht bringt es was. Es hat fast immer irgendwas gebracht. Von daher... Ich bin müde. Ich leg mich hier rein, okay? Natürlich, Schatz. Oh mein Gott. Hilfe. Schläft sie jetzt? Ja, sie schläft. Gut, ich werde den Dinos sagen, dass wir sie haben. Ja, wir werden ein viel besseres Angebot bekommen. Die wollen mich doch nicht jetzt ernsthaft sozusagen verkaufen, oder was? Wie die? Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Dein Ernst? Naja, ich meine, jetzt ist es sowieso zu spät. Ja, sie kann nichts mehr dagegen tun. Ich muss hier weg. Ich muss einfach hier weg. So, wir müssen jetzt Lösungen finden. Also, hat jemand einen Vorschlag? Hallo? Also, ja, ich habe einen Vorschlag. Wir sollten erstmal die ganze Gegend erkunden und vielleicht nochmal zu unserer, in Anführungszeichen, Burg laufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Andere Ideen. Hallo? Ich habe eine Idee und sie ist besser als alle anderen. Wir fragen die Dinos. Ja? Hä? Hallo? Warum sollten wir die Dinos fragen? Es war doch nur ein Vorschlag und es war der beste Vorschlag aus meiner Sicht. Du, nein, niemals. Wie, siehst doch, niemand war davon überzeugt. Es war nur Stille. Da mache ich es eben alleine. Stopp. Wir müssen in einem Team zusammenarbeiten und nicht irgendwie, dass jeder getrennt geht. Da geht eben jeder getrennt. Ist mir doch egal. Weißt du, dir kann alles egal sein. Ja, ist es mir auch. Es ist mir alles völlig egal. Gut, dann geh. Mir ist es voll egal, wenn du gefressen wirst. Oder was weiß ich, was passieren wird. Es wird gar nichts passieren. Ich werde sie zurückerobern und dann werdet ihr... staunen. Von daher wisst ihr gar nichts. Du bist ab sofort ausgeschlossen. Gut. Ja, geht. Alle keine Ahnung und habt keinen Respekt vor mir. Gut, ich fliege zu den Dinos. Hallo. Hallo, Moon. Ich heiße Moon. Was? Moon. Ich werde Moon geschrieben, aber ich werde Moon ausgesprochen. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber egal. 10, 9. Ah, du bist wieder auf 5 Pfoten. Ja. Ich trinke kurz was. Okay, ich muss da runterspringen. Ja, da runter.